Okay, da werden sie uns wahrscheinlich immer hinschicken. Okay, wollen wir noch was wissen über die Story ein bisschen? Ja, ne? Ihr habt ja alle Zeit. Es überrascht mich nicht, dass ihr nie davon gehört habt. Selbst ich hielt ihn für einen Mythos. Aber jetzt nicht mehr. Der Drachenkrieg hat wirklich stattgefunden, auch wenn wir so gut wie nichts über die eigentlichen Geschehnisse wissen. Vor langer Zeit, in der mythischen Ära, wurden die Drachen in Himmelsrand als Götter verehrt. Viele der gewaltigen Ruinen, die noch immer die Landschaft zieren, wurden als Tempel zu Ehren der Drachen errichtet. Genaueres ist nicht überliefert, doch eines Tages rebellierten die Nord. Nach einem langen und grausamen Krieg stürzten sie ihre Drachenherrscher. Und wurden im Drachenkrieg alle Drachen getötet? Oh nein, natürlich wurden viele getötet. Andere hingegen sollten noch lange leben. Dieser Palast wurde sogar von einem Vorfahren Balgruufs als Gefängnis für einen Drachen errichtet. Daher auch der Name Drachenfeste. Aha, das ist ja alles sehr interessant. Seid ihr Drachen begegnet? Leider nicht. Meine Arbeit lässt mir kaum eine Gelegenheit für derartige Abenteuer. Vielleicht bringt ja eines Tages ein Held einen Drachen nach Drachenfeste, wie es einst Olaf Einauge tat. Das wäre absolut faszinierend. Ja, gut. Was man halt so als faszinierend empfindet. Das hat momentan Vorrang. Alles, was wir verwenden können, um diesen oder diese Drachen zu bekämpfen. Wir brauchen es so schnell wie möglich, bevor es zu spät ist. Sprecht doch nicht alle durcheinander. Natürlich, Jarl Balgruuf. Ihr habt mir einen fähigen Assistenten gefunden. Sie wird sich ganz gewiss als äußerst nützlich erweisen. Ja, danke schön. Solltet ihr erfolgreich sein, wird euch eine Belohnung zuteil. Und Weißlauf wird in eurer Schuld stehen. Wie sehen wir überhaupt doch mal aus? Okay, wir sehen gerade ziemlich lächerlich aus, aber das könnte auch am Helm liegen. Okay. Was jetzt benötigt ihr? Gar nichts. Ich habe eigentlich nur... Können wir mit dem denn noch irgendwas belabern? Ich höre. Ja, gut. Auf wessen Seite steht ihr? Wenn ihr damit den Krieg meint? Ich stehe auf der Seite von Weißlauf. General Tullius und seine Freunde im Kaiserreich werden euch erzählen, dass ich ihnen meine Loyalität schulde. Und vielleicht stimmt das. Ulfric Sturmmantel wäre wohl der Ansicht, dass ich dem Volk der Nord verpflichtet bin, da sie für Himmelsrands Unabhängigkeit kämpfen. Vielleicht ist auch das richtig. Der Tag mag kommen, an dem ich gezwungen bin, mein Schwert für die eine oder die andere Seite zu ziehen. Doch dieser Tag ist noch nicht da. Ja, gut, da sind wir ja alle froh drüber. Gut. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Kein Ding, kein Ding. Was können wir hier machen? Hier steht jetzt zwar nicht dran, dass es als Stehlen gilt, aber ich habe trotzdem ein bisschen Schiss. Ich vertraue diesem Spiel irgendwie nicht mehr, seit hier so viel Blödsinn passiert ist. Was das angeht zumindest. Aber irgendwie ist die Versuchung ja doch relativ hoch. Wir können ja mal speichern und das mal probieren. So. Okay, es ist nichts passiert. Sehr gut. Vielleicht können wir das auch nehmen, weil wir... Weil wir jetzt ja diesen tollen Auftrag haben. Hundefleisch, lecker. Wir nehmen einfach mal alles mit. Ich finde das gerade sehr interessant, dass wir hier alles einfach mitnehmen dürfen. Naja, aber vielleicht sind das nur Pfennigbeträge. In diesen Hallen hat niemand außer dem Jarl das Sagen. Vergesst das nicht. Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein, aber ich nehme meine Pflichten mindestens genauso ernst wie der Jarl die seinen.
Die sind irgendwie so furchtbar argwöhnisch mir gegenüber. Ich hab doch Wenn ich euch mit meiner Putzerei störe, sagt es einfach und ich gehe. Macht mir mit euren dreckigen Stiefeln bloß nicht meinen sauberen Boden schmutzig. Tja, aber wahrscheinlich tun die uns nichts. Sie sind einfach nur angepisst. Nein, ich möchte jetzt eigentlich hier ungern irgendwas durchsuchen. Wer weiß, was dann wieder passiert. Soldaten. Sie sind dieser Tage einfach über. Ach so, die mögen einfach keine nicht Soldaten. Ja, gut. Ist ja gut. Wenn ich euch dann irgendwann mal den Arsch rette, dann mögt er mich auch gleich wieder leiden. Okay, Leute. Was haben wir denn jetzt zu tun? Also, wir müssen jetzt... Gucken wir auf die Map. Pelagierhof, Weißlauf. Also wir müssen wahrscheinlich irgendwie wieder zurück in die Stadt da, ne? In die, wo wir schon waren. Also nach Weißlauf. Es kann auch sein, dass das eigentlich alles total offen ist, in welcher Reihenfolge wir das hier alles jetzt erledigen. Braucht ihr eine Klinge? Dann sprecht mit Adrienne in der Schmiede. Ja, ich brauche eine Klinge. Ich brauche immer eine Klinge. Und wo ist die Schmiede? Wir gucken mal, was wir hier alles haben. Jetzt, wo wir die Stadt mal bei Tage sehen und als Nicht-Gefangener. Talos der Mächtige! Talos der Unfehlbare! Es ist wirklich eine Schande, nicht wahr? Aber wir können uns das nicht leisten. Ich habe Waffen gekauft, um diese Diebeshöhle zu finden. Ich kann jetzt nicht aufgeben. Also hier werden wir wahrscheinlich auch wieder allerlei Nebenquests finden. Wir labern alle durcheinander gerade, das ist irgendwie nervig. Haus von Clankampf geboren. Ja, ja, okay. Also wir können wahrscheinlich irgendwelchen Clans beitreten, das habe ich auch schon verstanden. Nein, bitte. Ich habe wirklich kein Geld frei. Können wir denn hier irgendwas machen? Also irgendwelche Kinder retten oder so, was ich da eben gehört habe. Es macht keinen Spaß, ständig nur herumgeschubst zu werden. Was unternehmen Kinder hier, um Spaß zu haben? Naja, früher habe ich mich nachts rausgeschlichen und versucht, den großen Ochsen der Graumähn umzuschubsen. Und früher bin ich mit Mila auf das Dach der Drachenfeste geklettert. Da haben wir nach Vogeleiern gesucht. Aber sowas mache ich nicht mehr. Vater erwischt mich ständig und dann kriege ich immer Ärger. Mensch, Junge, dann musst du das geschickter anstellen. Okay, hier können wir irgendwie nichts mehr machen. Bis zum nächsten Mal. Bereden. Was ist hier? Haus Graumähne. Ist das eine Taverne oder sowas? Sieht mir aber aus wie so ein Hotel oder so. Aber hier ist auch irgendwie gerade keiner. Hier kann man Bücher lesen. Hier kann man irgendwas stehlen schon wieder. Aber da habe ich jetzt gerade gar keinen Bock zu. Weil hier kommen immer irgendwelche Leute auf einmal aus der Tür und sehen das dann, wenn wir irgendwas stehlen. Nee, 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 das lassen wir mal lieber bleiben. Okay, ich bin gerade am überlegen, ob wir jetzt es hier noch wirklich eine Schande, nicht wahr? Nach Quests suchen wollen oder ob wir jetzt einfach die Hauptquest-Reihe weitermachen wollen. Was will der eigentlich? Ihr seid gekommen. Ihr seid gekommen, um dem Wort von Talos zu lauschen. Naja, ja, jetzt übertreib's mal nicht. Warum wurde die Anbetung von Talos verboten? Weil der sogenannte Kaiser ein Feigling ist. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Feigling. Oh ja. Er willigte ein, die Anbetung von Talos zu verbieten, als er ein Altmeri-Schwert an seiner Kehle spürte. Sie nannten es das Weißgold-Konkordat. Nun... Ich nenne das Blasphemie. Ein wahrer Sohn des Kaiserreiches hätte sich niemals von unserem größten Helden abgewandt. Um keinen Preis. Ich will euch mal was sagen. Cyrodiil ist weit weg. Und den Himmelsrand werden wir den mächtigen Talos niemals im Stich lassen.